Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du hier bist. Ich möchte heute, Gedanken am 7. März 2020, nochmals einen kleinen Beitrag zum Thema Angst machen. Ich bin gestern Abend, es war 9:30 Uhr, im St. Galler Bahnhof, Hauptbahnhof, in den Zug gestiegen, um heimzufahren. Vorher fuhr ich vom Stadtrand ins Zentrum mit dem Bus. Ich bin echt erschrocken. Es war Freitagabend. Praktisch keine Leute auf den Straßen. Im Bus ganz wenige Leute. Dann im Zug wieder ganz wenige. Die Menschen werden zerfressen von der Angst. Sie bleiben zu Hause, schließen sich ein. Das neue Modewort heißt soziale Distanz. Und desinfiziere dich. Sterilität ist Tod, ist kein Leben. Wenn du eine vernünftige Hygiene lebst, für das gibt es Seife. Brauchst nicht mal Seife, aber nimm Seife. Und wenn du dich entgiftest, ausleitest und wenn du die richtigen Dinge nimmst, um dich zu stärken, wenn du geschwächt bist, ist zum Beispiel so was hier, Vitamin C, Omega-369, Vitamin D3 in Tropfen oder in Presslingen und Basentee, Bärlauch zum Entgiften, Brennnessel zum Entgiften, Koriander zum Entgiften, Kurkuma ist sehr gut auch. Und unterstützt dich. Löwenzahn, da kannst du Salate draus machen oder Säfte, Petersilie. Es gibt so viele Dinge, die wir für uns selbst tun können und wo wir es selbst auch anbauen können, in Töpfen, draußen, wie immer. Tu dir den Gefallen, schau selbst zu dir und lass dir nicht solchen Müll aufschwatzen. Hab Kontakt mit anderen Menschen. Fürchte dich nicht. Die Angst ist es, die dich krank macht. Du bist stark. Dieser Körper, den du in der Welt herumträgst, ist stark. Und wenn du das Richtige tust, ihm das Richtige gibst, also das Natürliche und Artrechte, und ihn nicht quälst, ihn nicht desinfizierst, das braucht er nicht. Erinnere dich, es gibt ein Sprichwort. Das Sprichwort besagt, ein Kilo Dreck bis zum Kindergarten und du bleibst gesund. Das stimmt. Das ist heute natürlich teilweise problematisch, weil wir unsere Böden vergiftet haben. Das stimmt auch. Und da brauchen wir einfach einen Geist, der in der Ruhe bleibt, real denkt, humanistisch bleibt, also von Mensch zu Mensch sein kann und bleiben kann und nicht eine soziale Distanz aufbaut, die enorme Einflüsse und Katastrophen verursacht, auch wirtschaftlich. Was hiermit mit sozialer Distanz alles zusammenhängt,
Das hat auf einem A4-Blatt in kleiner Schrift geschrieben keinen Platz. Da fühlst du Ordner. Angefangen in der Kultur und der Kunst. Das ist das Erste, was die Katastrophenheinis immer über Bord werfen. Und eigentlich wäre es das Wichtigste überhaupt. Diese Leute sollte Mann oder Frau ins Boot holen für derartige Fälle, dass da nichts entgleist. Die Kulturszene leidet wie fast keine andere. Und dadurch oder mit ihnen alle ihre Zulieferer, die Lieferanten, ebenso. Die Wirtschaft, die kleinen Unternehmen leiden. Ob Handwerker oder Apotheke, die gewinnt. Hier haben wir den Schnittpunkt, die Pharma. Die Pharma ist der große Gewinner dieser Pandemie. Und nicht nur die Pharma. Doch die Pharma, die hat überall ihre Finger drin. Überall. Global, lokal, regional, kontinental. Pharma, 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 Pharma. Das ist eine dieser grässlichen Weltmächte, die sich immer wieder Macht und Geld holt, wann es ihr passt. Und passen tut es natürlich stets dann, wenn ein amerikanisches Wahljahr ist. Wenn ihr ein bisschen aufmerksam sein wollt, dann werdet ihr schnell erkennen, dass in jedem amerikanischen Wahljahr in diesem Jahrhundert eine Pandemie ausgebrochen ist. Covid-19, also Corona, ist da nicht alleine. Es ist immer das Wahljahr. Nun ja, würde es den Virus überhaupt denn geben? Ich denke eher, es ist eine biologische Waffe oder biochemische Waffe. Würde es das geben, glaube ich nicht, dass das Virus sich überlegen würde, ist jetzt Wahljahr oder nicht, kann ich kommen oder nicht. Nee, das ist platziert. Das ist gemacht. Das ist ein Wirtschaftskrieg. Und er dient ganz, ganz verschiedenen und einschneidenden Maßnahmen, die wir alle nicht wollen. Er beraubt uns der Freiheiten. Das Bargeld ist in absolut höchstem Maße gefährdet. Die UNO schwört darauf, kein Bargeld mehr zu benutzen. Ja, und um die Bevölkerungsreduktion geht es gleich auch noch. Leute, schließt euch nicht ein. Es ist vernünftig, einen Notvorrat zu Hause zu haben. 2-3 Wochen ganz bestimmt. Vielleicht 6 Wochen maximal, denke ich mir. Etwas mehr, das braucht es nicht. Das braucht es echt nicht. Aber das braucht man dann nur dann, wenn es wirklich eine Katastrophe ist. Und das ist keine Katastrophe, sondern ein gemachtes Konstrukt, wo ganz bestimmt Menschen sterben. Doch das ist getan. Es geht um falsche Schwingungen. Es geht um falsche Informationen. Und es geht darum, dass es zu viele von diesen falschen Informationen sind gegenwärtig. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen derartigen Freitagabend erlebt, wo die Stadt oder eine Stadt derart leer war. Noch nie. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr so der Jüngste. Also die Maßnahmen und die
Kassenfüllereien, die greifen. Ich möchte einfach hier in die Welt setzen oder tragen, zur Erinnerung, wir sind stärker ohne Angst. Wir sind klarer ohne Angst. Und wir wissen, dass wir uns selbst helfen können und organisieren können. Und durch derartige Maßnahmen, die eigentlich schon an Lagerzeiten erinnern, kommen wir hier nicht wirklich weiter oder förderlich weiter. Ganz im Gegenteil. Wir werden sehr, sehr viel von unseren Freiheiten verlieren. Und das brauchen wir alle nicht. Also bitte, habt keine Angst, schließt euch zusammen und seht, was da rundum läuft. Auch Impfzwang ist ein Thema. Und das ist ganz grässlich. Wie die anderen Themen auch. Und unter Umständen auch tödlich. Informiert euch sauber und nicht über die Massenpresse. Lasst euch nicht die Schlagzeilen über euren Köpfen niederprassen. Lasst das nicht zu. Informiert euch breiter. Seht und erkennt, was ihr tun könnt. Schließt euch zu Hause nicht ein. Das ist tödlich auf die Dauer. Wirklich tödlich. Einen schönen Tag. Vielleicht habt ihr jetzt oder schon etwas früher erkannt, hier geht es um ein riesiges Rauf und Runter, Rauf und Runter. Das Werkzeug der Spaltung funktioniert seit Jahrhunderten, hinterschaut diese Matrix. Das Covid-19, der Corona, das sogenannte Virus, den ich als wirklich biochemische Waffe bezeichne, bedeutet auch, Corona bedeutet auch Strahlenkranz. Nun ja, das setzt man sich ja dann gerne auf, wenn man irgendetwas ins Finale bringen will. Und es passt hervorragend in den Kalergi-Plan zum Beispiel. Informiert euch breiter. Wirklich, es ist echt ernst gemeint. Ich habe ganz bewusst nur Bilder genommen aus den Massen-, Online- und Printmedien der Schweiz. Mit einer Ausnahme von einem Bild vom Robert-Koch-Institut von einer Pressekonferenz. Sonst habe ich nichts gezeigt, weil nichts zu finden ist. Es ist bis zur Dorfzeitung alles voll. Macht euch breiter schlau und helft euch selbst, tut euch zusammen. Soziale Distanz ist ungesund. Hygiene, vernünftige Hygiene. Und dich selbst stärken. Das nützt, das hilft, das reicht. Bleib gesund. Einen guten Tag.